Und gestern hat die Regierung, die europäische, dann beschlossen, dass sie doch den Artikel 13 und Upload-Filter einführt, wobei niemand hat hier einen Upload-Filter hier bestellt. Da sieht man auch mal, wie diese Politik, also, und ich sag mal, Hashtag nie mehr CDU, also bin ich ja den doof oder was? Da sieht man, wie Politik vorbeiläuft an den Leuten, weil eigentlich, sagen wir so, mal der größte Teil, es hat sich eine riesige Bevölkerung aufgetan gegen. Und bei der Brexit und bei der Brexit und der May ist das auch so, dass die ja nicht mehr weiter wissen und genau das gleiche Problem haben. Ja, die Regierung, die geht jetzt ihren Weg schon seit Ewigkeit, da ist gar kein Kontakt mehr da zur Bevölkerung. Und auch dieses findet, dort ist eine Trennung von Politik, wenn Politik scheiße ist, ja. Und ja, mein Junge sagt dann immer, ja, da wähl doch FDP und die sind dagegen und so. Wer weiß, ich weiß noch nicht, was ich mache. Entweder ich wähle die totale Scheiße, ja, weil mich das so aufregt, oder ich wähle irgendwas, was Sinnvolles oder gar nichts, habe ich auch schon mal gewählt. Aber es ist extrem schlimm, dass die Regierung sich so lobbyistisch jetzt mittlerweile abwendet von den Leuten. Und jedes Mal, wenn dann die Wahl wieder kommt, sagt sie, ah, jetzt machen wir aber endlich, müssen wir was machen. Für zum Beispiel digitales Netz G5, das ist so schrecklich. Ich kann den Altmaier nicht mehr hören und hier der Voss, den kannst du nicht hören. Ja, das sind die Politik der Altbackenen. Wenn ich ja überhaupt nicht alt dagegen, ja.